Keine Ahnung, was ich letztes Mal gemacht habe. Ich sehe als erstes erstmal einen Grafikbug. Ich wollte aber, glaube ich, zur Pumpstation. Oh, Maus-Sensitivity ist so hoch. Begeben Sie sich zum Auge der Sonne, kehren Sie zur Pumpstation zurück und ich glaube, das werde ich auch gleich mal tun. Because of reasons. Because of ist es auf der... Weil hier hinten ist noch was anderes. Gebiet säubern. Genau, da war ja dieser komische Rammer. Und... Genau, das machen wir einfach. Ich höre ein Flugzeug, aber sehe wieder keins. Hallo? Whatever. Geht schon wieder gut los, überall gegen ballern. Kann einfach mal ein GAE-Paket aufsammeln. Das ist ja gleich in der Nähe. Oh. Schon wieder so lange her. Dass ich gar nicht mal richtig mit der Steuerung klarkomme. Ups. Na, diese scheiß Explodierer. Ich kann dich da gar nicht alleine schützen. Bitte. Ups. 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 Natürlich alles nicht mit Absicht. Oh, da war ich ja eigentlich schon relativ zügig da. Aber trotzdem haben die schon angefangen zu plündern. Ah, hier brauche ich auch gar nicht durchsuchen, die haben ja nur Spray. So, und jetzt war irgendwie wieder was anderes. Zufällige Begegnung. Ist ja gleich hier. Ach, hier in der Hütte oder was? Nee. Was haben wir hier? Nicht erkundeter Ort. Wieder null rein. Oh. Hoppala. Gucken wir erstmal auf dem Hochsitz, da hockt doch wieder einer fest. So. Kommt noch mehr? Also ich wollte ihn eigentlich retten, aber irgendwie ist er tot. Blöd. Alter. Kann ich was mitnehmen? Oh, ich kann einfach mal die Maske stehlen, auch nicht schlecht. Da werde ich bestimmt hoch in der Gunst jetzt stehen. Bei den Leuten. So, fahren wir mal weiter. Und gehen erstmal wieder zum Pumpwerk.
Alter, was ist denn hier los? Einfach zu viele. Das war nicht gut. Hä? Was zum Teufel? Ich raste aus. Keine Ahnung, was da wieder los war. Steuerungstaste drücken für irgendwas, nichts passiert. Wo ist eigentlich die Karre jetzt? Irgendwo da hinten. Okay. Ich traue dem Frieden natürlich nicht. Ja, die Tür ist wieder zu, obwohl ich hier schon war. Geil. Hm. Finden Sie einen Weg hinein? Das ist immer eine gute Aufgabenstellung. Vor allem, wenn das Ding nur eine Tür hat. Vermutlich dann tauchen, wa? Natürlich. Genau, am falschen Ende geöffnet. Kurz Luft holen. Dann rein da. Ach, hier ist eine Trophäe drin. Ne? Gut, dann geht's hier auch nicht weiter. Ich krieg das schon hin hier. Sind denn nur vier Eingänge, wa? Wo nur drei markiert sind. Hopp. Nochmal auftauchen. Dann rein da. Du lügst. Nach so einem Scheiß ist doch niemand mehr richtig im Kopf. Ich sag's dir doch, Mann. Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Kann gar nicht sein. Er brachte sich um, sie starb, das Blag landete auf der Straße. Hat sich für eine Hexenjägerin oder so gehalten. Wer? Das zweite Kind? Nein, du Vollpfosten, das erste. Tja, hier gibt's keine Hexen. Nur beschissene Zombies. Er hat immer zu viel getrunken. Er schlug sie, sie hatte eine Fehlgeburt und danach ging alles den Bach runter. Er hat sich nicht umgebracht. Wenn du so viel weißt, wo ist er dann? Hä? Führst du mich hin? Durch diese ganze Zombie-Seuche? Bist du komplett irre? Ah, scheiß drauf. Wir werden bald reich sein und müssen uns nicht mehr fragen, ob er tot ist oder noch lebt. Der Plan ist gut. Ich würde es trotzdem gern wissen. Hast du von diesem Fremden gehört? Bisschen Story. Was genau meinst du? So ein Arschloch macht die ganze Drecksarbeit für sie. Wenn sie nicht die Eier haben, springt er ein. Mit rauchenden Colts oder was? Komm schon, das ist Superhelden-Bullshit. Werd erwachsen. Ich hab's nur gehört, mehr nicht. Dann hast du eben Bullshit gehört. Scheiße! Könnt ihr die Fresse halten, ein paar von... Was
Und da ist der besagte rauchende Colt. Warum geht immer alles zu Bruch, wenn ich hier irgendwo bin? Kann nicht wahr sein. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Ja, super. Oh mein Gott! Was ist hier los? Tu mir nicht weh! Ich ergebe mich! Alter, was? Schalt die Taschenlampe aus. Okay. Okay, Chef. Hab verstanden. Ich hab diese Uniform schon mal gesehen. Bist du der Rest von Rais Gang? Wir? Ich weiß auch nicht. Sie haben mir nichts gesagt. Ich hab einfach mitgemacht. Lüg nicht, du Arschloch. Was macht ihr Drecksacke hier draußen? Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Du weißt aber schon, dass ich kurz davor bin, dich umzubringen, oder? Okay, okay. Ich rede ja schon. Ich weiß aber nur, dass der Boss einen Plan hatte. Den Wasservorrat vergiften, alle ausrauben. Wir haben Leichen rangeschafft und ins Wasser geworfen. Jesus, ihr kranken Bastarde. Wer ist dein Boss? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ich sagte doch, ich bin erst seit kurzem dabei. Ich wollte das nicht, ich schwör's. Ach, du befolgst nur Befehle. Mal sehen, was Yazir dazu zu sagen hat. Vielleicht ist er ja in der Stimmung für Ausreden. Komm schon, Chef, tu das nicht. Die werden mich lynchen. Ich werde nicht sterben, nicht so. Uiuiui. Der teilt ja ganz schön aus, wa? Mit seiner Pissmachete da. Ich treffe ihn dreimal, er trifft mich dreimal, ich bin tot. Jetzt ernsthaft? Oh, ich glaube das echt nicht. Muss ich da wieder reinlatschen? Ich komme hier irgendwie nicht lang. Ja. Ich stelle mich auch heute ganz schön an irgendwie. Muss ich ehrlich zugeben. Was? Wo kommt er denn her? Und warum muss ich jetzt schnell dieses verdammte Loch durch? Oh. Das ist eigentlich für interessante Pixelfehler hier. Sieht man das in der Aufnahme? Ne, sieht man nur auf meinem Monitor gut. Ne, doch nicht. Man sieht es. Wie nervig, ey. Warum sieht das Wasser jetzt komplett anders aus als vorher? Jetzt auch. Was hat denn der für eine krasse Klinge? Alter, die macht keinen Schaden. Wie kann der mich damit totkloppen? Ich nehme es einfach mal mit. Ungelogen, ne? So was von unrealistisch. Siehe, ich bin bei der Pumpstation. Schick sofort ein paar Leute her und lass niemanden von dem Wasser trinken. Was ist passiert? Ein paar Banditen haben Leichen ins Wasser geworfen. Holt die Leichen da raus. Dann sollte das Wasser bald wieder sauber sein, okay? Geht klar, danke. Wir kümmern uns so bald wie möglich darum. So. Fahrzeug zurückholen. So, und jetzt kann ich ja...
schleift doch irgendjemand einen riesigen Hammer hinter sich her. Das höre ich doch. So, jetzt hier das Gebiet noch säubern. Was denke ich hier drin? Eine Kiste. Mit Autoteilen scheinbar. Moderne Wurfäxte, geil. Keine Ahnung, warum ich den Scheiß überhaupt noch sammle. Ich habe definitiv genug davon. Das Einzige, was ich immer zu wenig habe, sind irgendwelche Granaten. Kann ich eigentlich auch drüber laufen, oder? Ja, super. Bin ich vielleicht ein bisschen unauffälliger. Außerdem die 10 Meter kann ich wirklich laufen. Das war ein Kotzer, das habe ich genau gehört. Ich hier eigentlich an dem Ding was machen? Nee. Schade. Ich werde gleich Besuch kriegen. Haha. Warum rennst du? Hui. Schön, wenn der Zombie seine eigenen Leute umhaut. Oh, ist schon wieder da. Du kommst nicht hoch, ne? Das ist so steil, das Dach. Was ist denn da von der... Super lustig. Okay. Ist immer blöd, dass er zum... Werfen den Kopf wegdreht. Es mag jetzt etwas sinnlos erscheinen, aber aus den letzten Ereignissen wissen wir ja, dass dann irgendwann der Helm abplatzt. Ja, ach, so Buggy-Scheiße. Einfach mal hinter dem verdammten Haus Schaden kriegt, wenn er mit seiner Keule da umherschwingt. Mit seiner Kiesel da wirft. Noch irgendwas. Wie sie noch gar nicht stört, ne? Ich glaube, da ist gerade ein Stück Rüstung abgeflogen. Ich hab's gesehen.